Hallo Hannes. Moin. Tschüss Hannes. Tschüss. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Pokémon Go oder auch bekannt als Hannes geht. Letztens hat Hannes noch den Müll rausgebracht. Mittlerweile hat er gekündigt, gesagt, er tut sich das nicht mehr länger an. Er fährt wieder nach München, da ist es genauso dreckig wie hier. Ne? Ja, er versucht genau. Jetzt seine Sachen hier einzupacken. Ich muss den dann zum Bahnhof bringen. Wir wollen gucken, ob wir vielleicht noch ein Abschiedsbierchen uns irgendwo holen. Noch genüsslich trinken, warten auf einen Mega-Raid, ein Mega-Community-Raid mit Mega-Ampharos. Und ja, dazu kommen in circa einer Stunde, denke ich mal. Vielleicht schaffen wir es, irgendwo noch einen Raid zu finden, einzuladen. Wenn nicht, seht ihr mich dann alleine beim Raid. Jetzt aber erstmal gucken, was wir machen. Erstmal Sachen ins Auto, in die Stadt fahren und dann Mega-Ampharos, Pokédex-Eintrag. Hab da schon was vorbereitet. So, wir sind jetzt erstmal hier beim Rewe angekommen und wollen natürlich den Pfand abgeben. Hier haben wir nämlich von ein paar Bier-Tastings noch ein paar Sachen. Da sind Störtebäcker-Flaschen drin, das habt ihr ja schon gesehen. Das kann man ruhig zeigen. Zack, weg damit. Leider geht kein Raid auf. Es ist ja nur noch eine Stunde. Wenn jetzt irgendwas angezeigt wird, dann müsste das ja angehen, wenn der Hannes schon weg ist. Also es sieht schlecht aus. Im Park, direkt vor dem Bahnhof, gehen zwei Ultrapforten auf mit Chabelle. Aber das möchten wir nicht. Wir haben schon interagiert, wir haben getauscht. Aber ich muss auf Ampharos warten. Zur Not macht man einen Hut-Hut-Raid. Der für die Medaille oder so, aber eigentlich Ampharos. Aber Ampharos ist keiner da. Ne? Haben wir noch Ampharos da? Keins mehr. Schade. Mensch, Hannes, ist der Beutel schwer oder was? Jo. Nee, die Hose rutscht. Die Hose. Ja, die Hose rutscht. Alles Schatz, die Hose. Otis. Otis. Ach, Hannes. Jetzt sind wir schon reingerannt und haben den Zettel vergessen. Jetzt müssen wir noch mal zurücklaufen kurz, aber er hat noch da gehangen. Wir haben uns jetzt kurz mal gesetzt. Hier habe ich letztens schon gesessen, als ich was nachdenken musste. Da habe ich ja so ein richtig cooles Buch gefunden. Das habe ich mir angeguckt. Da sind richtige krasse Zeichnungen, Bilder drin. Auch mal was zum Nachdenken. Ne, Hannes, was zum Nachdenken? Wir haben uns jetzt hier beim Bäcker so einen schönen Semmel geholt, also so ein Brötchen mit Leberkäse drauf und Ei. Dazu gibt es einen Kaleus, ne, mit Waldmeister. Den machen wir jetzt mal auf. Dann stoßen wir mal an kurz. Auf den letzten nach. Prost, Hannes. Prost. Auf dich. Prost. Auf dich, auf euch. So. Und natürlich hier dieses fette Leberkäse-Teil. Halbe Scheibe unten, halbe Scheibe oben. So muss das aussehen. Da auch Prost, oder was? Hier, jo, jo. Prost, Prost, Prost. Aufs Ampharos. Oh, genau. Was wir verpassen, weil kein Star ist. So, da immer noch kein Raid in der Nähe ist, sind wir jetzt noch mal kurz in Netto reingesprungen, um zu schauen, ob es Schnitzel Fritz Curry gibt. Ich warte jedes Mal da drauf. Das sieht ja schon mal gut aus, weil das Ding ist voll. Aber es gibt nur einen Curry. Schnitzel Fritz Curry, beziehungsweise heißt ja gar nicht mehr Schnitzel Fritz, der jetzt plötzlich Takeaway. Hähnchen, Schnitzel Fritz, keine Ahnung, wie das jetzt ist. Und Hannes, das nimmst du jetzt mit. Jo, weil ich bin ja hier öfters, ich kann ja gucken, ansonsten gibt es nur süß-sauer. Und es gibt Ketchup, aber die sind beide nicht so der Bringer. Curry ist einfach das Beste, deswegen immer Curry kaufen. Das ist jetzt das Abschiedsgeschenk für dich. Ja, der freut sich wieder über seinen Booster. Für alle, die immer sagen, sie haben noch nie Takis probiert, ne? Geht einfach mal in Netto, da gibt es nämlich auch Takis. Wir haben die jetzt im Rewe gesehen, wir haben die im Netto gesehen. Ihr müsst nicht mehr in irgendwelchen unseriösen Shops bestellen, hier für 6 oder 8 Euro eine Tüte. Hier Fuego oder Volcano für 2,99 €, so viel haben die, glaube ich, auch im Rewe gekostet. So, da wir es leider nicht geschafft haben, einen mega Ampharos Raid zu machen, wir jetzt aber schon am Bahnhof sind, schaue ich dann einfach am Mittwoch mit Pupsi beim Einkaufen mal, wegen Video machen. Ansonsten bleibt immer noch Donnerstag. Muss ich halt heute was Sinnloses machen, irgendwas mit Kostüm, ein Einer-Raid oder so, wo wieder keiner mitmacht. Und wenn ihr wisst, was ein Lorgal ist, dann schreibt es mir in die Kommentare. Das ist der Hannes. Moin! Das ist der Lorgal hier, den schickt man jetzt wieder nach Bayern zurück, weil es ein Lorgal ist. Das ist nämlich der Rest, der vom Hannes übrig geblieben ist, der nicht mehr so frisch ist wie bei der Ankunft. Und deswegen wird er dann
Jetzt wieder weggeschickt, abgeschoben. Perfekt. Mein Freund. Dann Hannes, der Zug kommt. Ich muss leider goodbye sagen. Ja, bis zum nächsten Mal. Vielleicht sehen wir ihn beim Rollrumble schon wieder. Dann tschüss, Monsieur Logal. Ciao, tschüss. Ciao. Mach ich. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses der Dicke. Ach nee, warte mal. Es ist ja gar kein neues Video. Ich muss hier nur den Raid reinschneiden. Die letzten Tage hat es nicht gepasst mit dem mega Ampharos-Raid. Jetzt ist Hannes schon weg. Jetzt wollen wir gerade zum Einkaufen fahren. Mit Pupsi, Marie, Jonas, alles dabei. Es regnet die ganze Zeit. Hoffentlich heißt das, wir haben Wetterboost. Und Ampharos ist Wetter geboostet, gleich auf Level 25. Fangen wir aus dem Raid. Ich suche mir jetzt was, wo es nicht regnet von oben, wo ich die Kamera hinstellen kann. Und dann stürzen wir uns in den mega Ampharos-Raid. So. Wir wollen in den Raid rein. Wir stehen jetzt hier drunter, das heißt, es hallt die ganze Zeit. Ich hoffe, es fühlt sich niemand belästigt. Wir sind ja gleich wieder weg. Jetzt gucken wir noch mal ganz kurz, wen wir einladen. Eingetragen hat sich Matze Nordland, Pokehunter, Svegodat, YoChamp, Creeper, Henry Niki. Sandra lenkt sie so lange ab. Genau, Sandra ist dabei. Sandra möchte jetzt den Henry Niki einladen. Ich lade die restlichen 5 ein, dann müsste das passen. Es sind noch 15 Sekunden. Wir gehen schon mal drauf. Und dann möchte ich natürlich auch mein bestes Ampharos oder mein höchstes Ampharos, was ich habe, entwickeln. Hier gehen wir auch drauf. 5432 Portal Hauptkaserne. Das ist nicht die Arena, wo die Polizei eine angetatscht hat, sondern eher eins weiter. Aber das gehört ja hier alles dazu. Ich hoffe mal, es passiert heute nichts. Wir gehen einfach in den Raid rein. Jetzt wäre es gut, wenn Hannes da wäre als Verteidigung, obwohl das sieht dann noch krimineller aus. Zum Glück ist Hannes nicht da, sonst würde das noch krimineller aussehen. Wir machen das ohne Hannes. Wenn die fragen, was haben sie da im Auto, sage ich ein Kind und eine Frau und noch ein Kind und ach, was weiß ich. Warum geht's jetzt nicht? Das ist ja schon mal wieder richtig toll, dass einfach nichts geht. Das heißt, wenn es so weitergeht, muss ich noch mal raus. Hallo! Yeah, es hat sich gefunden! Jetzt alle einladen, außer Henry Niki, und dann hoffen, dass es noch passt. Jetzt ist schon die Zeit, wo ich das zweite Mal hätte einladen können, aber es ist erstmal die erste Runde durchgegangen. Ich lade Henry Niki einfach jetzt nochmal hier vom Samyang-Account ein. So, dann hat Sandra ihn einmal eingeladen. Die Nudel hat ihn einmal eingeladen und dann ist er sicherlich drin. Wahrscheinlich sogar vor allen anderen. Der Ampharos ist ja Typ Elektro und Typ Drache, glaube ich. Das heißt, ihr nehmt auch Drachen, Drache gegen Drache. Eis gegen Drache dürfte jetzt nicht so prickelnd sein wegen dem Elektroteil. Ihr könnt auch Boden nehmen, glaube ich. Boden gegen eben Elektro. Und ansonsten hauen wir einfach drauf. Vielleicht noch Fee. Fee gegen Drache dürfte jetzt mit dem Elektroanteil auch nicht viel ausmachen. Was haben wir denn hier? Rayquaza. Das Rayquaza haben wir letztens erst bekommen vom Hannes. Ich glaube direkt auf Level 40 oder so. Das ist cool, den können wir jetzt öfters mal nutzen. Ist ja auch ein Flugangreifer. Das ist voll komisch. Man nimmt jetzt ein Video auf, wo Hannes drin ist, obwohl Hannes nicht mehr da ist. Und dann kommen Videos, die sind... Es ist kompliziert. Der Jendik haut immer so viele Sachen raus, dass alles durcheinander ist, da blickt keiner mehr durch. Eben noch News-Video aufgenommen, jetzt den Raid. Dann gehst du heim, musst noch ein News-Video aufnehmen. Das kommt dann erst, nachdem alle News-Videos draußen sind. Dann musst du aber auch noch Raid am Mittwoch aufnehmen. Das kommt dann aber auch wieder erst einen Tag später. Aber einen Tag danach kommt dann erst das, was du eher aufgenommen hast als die zwei anderen. Das ist immer alles ein bisschen durcheinander, ein bisschen chaotisch, weil du halt immer alles zeigen willst, alles machen willst. Ich könnte ja die Sachen auch einfach für mich machen und nur News-Videos, dann hätte ich weniger Stress, ne? Jetzt hat gestern Marco FedEx mir diese komische 6-Euro-Forschung geschenkt. Die ging die ganze Zeit nicht verschicken. Am 2. Januar ging die dann plötzlich doch verschicken und verschenken. Jetzt müsste ich die auch noch machen. Die hat auch 4 Seiten. Das ist mir alles zu kompliziert. Aber die werden wir natürlich auch fertig machen. Müssen wir mal schauen. Wir müssen gleich noch zum Arzt. Und... Ja, werde ich ein Kapitel schon mal abfilmen und es dann halt in den nächsten Tagen in Ruhe fertig machen. So, es scheint alles geklappt zu haben, denke ich mal. Die vor Ort sein wollten, waren glaube ich auch drin. Ich bin schlau, steht da nämlich. 250 Mega-Energie mitgenommen. 1601, 1588, der ist also wieder schlecht. Wir hauen jetzt auch schnell eine goldene Beere drauf, in der Hoffnung, dass wir schnell fertig sind. Wir können dann Pupsi mal fragen, wie viel sie hat. Und wollen auch unser Mega Ampharos entwickeln. Dafür kann ich ja mal rauslaufen hier.
dass das eben nicht mehr so halt. So, wir bewerten den noch kurz. Ist sogar 3 Sterne, okay. Jetzt geht man trotzdem mal Ampharos ein. Da habe ich nämlich hier ein Shiny. Hier habe ich das. Das ist aus einem Lucky Trade. Das ist nicht. Das sind 96er aus dem Lucky Trade. Müsste, glaube ich, sogar auf Level 40 sein. Wir haben aber das ist schon auf Level 50 und das ist ein 100%iges, das ist ein erlöstes. Das werden wir jetzt entwickeln. Dafür laufen wir aber jetzt das Stück raus. Jetzt haben wir gar nicht gefragt, wie viel Sandra hat, aber das ist egal. Wir laufen jetzt raus in den Regen, das ist dann der Abschied. Das ist das Hannes-Video mit ohne Hannes, mit allem drum und dran. Das ist der Mega Ampharos für euch im Regen. Hatte jetzt aber gar keinen Wetterboost. 4.799. Das ist cool. Hier kannst du viel freier reden, weil hier ist Hals nicht. Ne? So, den nehmen wir mit. Da freue ich mich. Den werde ich jetzt wieder entwickeln. Habe auch schon ein paar Level 3er mittlerweile von dem Mega-Level her. Das heißt, es wird langsam neu angefangen, ohne was. Aber ihr habt damit geholfen, dass ich doch mir in kurzer Zeit schnell was Krasses wieder aufbauen kann, was für mich reicht. Und jetzt wird anders gespielt. Nicht mehr alles sammeln, nicht mehr jedem Ding hinterherrennen, sich auf ein paar Sachen konzentrieren. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ja, das war's. Ciao.